Hallo, hier ist der Marco aka i473. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um etwas ganz anderes, nämlich um das kostenfreie Videoschnittprogramm Shotcut. Und zwar um das Einfügen von Texten. Da werden jetzt viele von euch sagen, ja, das ist ja im Grunde genommen nichts Neues und es gibt ja auch massig Tutorials hier auf YouTube darüber. Allerdings habe ich für mich einen Weg gefunden, um das Ganze etwas flexibler und ja, für mich einfacher zu gestalten. Und das wollte ich euch heute ganz gerne mal zeigen. Und noch eine kleine Sache am Rande. Euch wird mit Sicherheit auffallen, dass mein Shotcut-Programm auf Englisch eingestellt ist. Das hängt damit zusammen, dass ich mir im Laufe der Jahre diesen Workflow mit sämtlichen Softwareanwendungen auf Englisch zu arbeiten angewöhnt habe. Die Sprache könnt ihr natürlich im Einstellungsmenü von Shotcut dementsprechend ändern, wie ihr sie haben möchtet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, dann laden wir mal einen kleinen Film in die Playlist von Shotcut. Dazu habe ich mir einen lizenzfreien Videoclip aus dem Internet heruntergeladen. Einfach in die Playlist rüberziehen und schon ist er drin. So, und im Vorschaufenster sehen wir auch schon direkt, was wir haben. Ein paar schöne bewegte Bilder von einer Landschaft und da würde ich jetzt ganz gerne einen Text hinzufügen. Aber erstmal ziehe ich die Spur in das Editor-Fenster. Und dann suche ich mir eine Stelle, an der ich den Text gerne einblenden würde, so circa bei 5 Sekunden. Da drücke ich dann einfach die Taste S für Split. Und das kann man auch noch anders machen, das zeige ich euch gleich mal. Bei 10 Sekunden machen wir den nächsten Schnitt und statt dieses Mal die S-Taste zu drücken, gehe ich im Timeline-Fenster einfach auf das Symbol Split at Playhead und da habe ich die Spur dann ebenfalls getrennt. Okay, jetzt möchte ich einen kleinen Text hinzufügen. Filter auf das Plus-Symbol und dann auf Text Simple. Und hier gebe ich dann mal was ganz Einfaches ein. Gehe mal in die Mitte des Bereiches, dass man das dann auch sofort sieht. Ab Werk haben wir hier den Timecode und den werde ich mal entfernen. Und gebe jetzt einfach mal was ganz Einfaches ein. Dies ist ein Test. Und die Schrift werden wir mal ein wenig abändern. Dafür markiere ich den Text und gehe mal auf die Schriftart. Die war jetzt ab Werk auf Verdana gesetzt. Die ändere ich mal auf Amiri und dann haben wir das Ganze schön mittig. So, unseren Textbereich werde ich mal deselektieren. Einfach STRG bzw. Control gedrückt halten und klicken. Und dann ist auch dieser Rahmen verschwunden. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, ziemlich unspektakulär. Das ist jetzt auch der Standard-Workflow, wenn man in Shotcut Texte eingibt. Ich markiere nochmal die Textspur. Den rechten Anfasser ziehe ich etwas zurück, um das Ganze etwas kürzer zu machen. Die darauffolgende Spur dementsprechend anpassen, also zurückziehen. Und dann spiele ich das auch nochmal kurz ab. Also das ist jetzt so, wie man es normalerweise in Shotcut macht. Wenn man mit relativ wenig Text arbeitet, dann ist dieser Workflow definitiv okay. Aber sobald mehr Text ins Spiel kommt, dann wird es natürlich problematisch. Besonders wenn man in der Mitte des Videos Texte dann nachträglich noch von der Länge einkürzen oder verlängern möchte. Das ist dann meiner Meinung nach sehr schwierig und dafür habe ich mir so einen kleinen Fix ausgedacht und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Okay, ich wechsle jetzt mal kurz in eine andere Software, nämlich GIMP. Das werden vielleicht einige von euch kennen. Das ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm. Den Link dazu werde ich euch auch mal in die Beschreibung reinsetzen. Dann könnt ihr euch das mal runterladen. Und ich öffne jetzt hier einfach mal ein Dokument, welches genau die Größe hat, die wir brauchen. 1920x1080. Das ist nämlich auch unsere Videogröße und dort öffne ich mir mal ein Dokument mit einem transparenten Hintergrund. Einfach mit OK bestätigen. Und das werden wir jetzt mal als PNG-File exportieren. Ich nenne das ganz einfach mal Text-Dummy. Und dann können wir das direkt exportieren.
Okay, ich wechsle jetzt wieder zurück zu Shotcut und öffne dort die Playlist und ziehe mir dann dieses transparente PNG-File einfach in die Software rein. So. Okay, dann lege ich in Shotcut eine weitere Videospur an. Einfach im Timeline-Fenster ganz links auf das Symbol gehen und dann auf Add Video. Dann legt mir Shotcut über die Hauptspur eine neue Videospur und dort ziehe ich diesen Text-Dummy mal hinein. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich Shotcut verhält, wenn wir das Ganze mal abspielen. Wie wir sehen, sehen wir ausschließlich nur die Landschaftsaufnahme und das ist im Prinzip genau das, was ich damit erreichen wollte. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir diesem Text-Dummy einen Text hinzufügen. Da machen wir es im Prinzip genauso wie bei der Standardvariante. Da gebe ich dann auch wieder diesen Mustertext ein. Dies ist ein Test. Und da ändere ich auch mal die Schriftart wieder auf Amiri, so dass wir es schön mittig haben. Ja, und dann spielen wir es nochmal ab und mal schauen, was passiert. Sieht genauso aus wie unser erstes Beispiel. Der Vorteil an dieser Methode ist, dass ich wesentlich flexibler mit meinen Texteinblendungen arbeiten kann. Und wie, das zeige ich euch. Erstmal kann ich natürlich meinen Text so verschieben, dass ich keine großartigen Schnitte an der Hauptspur durchführen muss. Zweitens kann ich meinen Textbaustein so einkürzen oder verlängern, wie ich ihn brauche, ohne auch irgendetwas an der Hauptspur ändern zu müssen. Und drittens kann ich sämtliche Parameter, in dem Fall alle Filter vom ersten Textbaustein, auf alle weiteren anwenden. Wie das geht, zeige ich euch eben noch ganz kurz. Einfach den ersten Textbaustein markieren und dort gehen wir dann auf die Funktion Filter kopieren. Dann auf den zweiten Textbaustein Filter einfügen. Da habe ich dann ein exaktes Duplikat. Da kann ich den Text dann dementsprechend so ändern, wie ich ihn haben möchte. Muss dann die Schriftart nicht nochmal ändern oder irgendwelche anderen Werte wie die Textstärke oder Markierung oder was auch immer. Das ist schon recht praktisch. Und dementsprechend kann ich mir dann die Textbausteine so zurechtziehen, wie ich sie brauche, vom Timing, von der Länge und kann im Prinzip die Hauptspur unangetastet lassen. Machen wir noch eine dritte Kopie. Dementsprechend einkürzen oder verlängern. Man kann natürlich auch Effekte einsetzen, aber das würde den Rahmen jetzt sprengen. Okay. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß mit der kostenfreien Videoschnittsoftware Shotcut. Wünsche euch alles Gute, vor allem viel Gesundheit und beste Grüße. Euer Marco aka i473. Ciao, ciao.